Ein Board, an dem keine TV-Kameras stehen. Ja. René Adams liegt mit 3-7 gegen James Wilson zurück. Also keine gute Kunde. Und Suljovic spielt aktuell auch gerade gegen Wade, liegt 3-2 vorne. Wir versuchen da immer wieder den aktuellen Stand zu zeigen. Und auch noch ganz interessant, Simon Whitlock gegen Ian White, Match von Board 2. Da steht es 2-4 aus der Sicht des Wizards, aus der Sicht des Australiers Simon Whitlock. 140 Punkte, 102 Rest. Aaron Monk muss kämpfen in diesem Leck, das er begonnen hat. Ja. Korrekt, der letzte Dart geht in die Triple 18, 128 Rest. Taylor bei 102. Jetzt noch 32. Will seine 32. Diesmal will sie. 102. 118 hatte er schon. Zweiter High Finish in dieser Partie. High Finish heißt immer über 100 ausmachen. Für Phil Taylor. Komfortabel 4-2. Dieser kleine Run von Monk. Rechtzeitig den Daumen drauf gekriegt und nach der Pause gleich wieder gebreakt. Phil Taylor. Ich glaube, Taylor hat jetzt in der Pause auch realisiert, ja, dass er ernst machen muss. Das wirkte nicht mit der letzten Konzentration, wie er danach dem 2-0 agierte. Er kann es besser. Das steht sowieso fest. Genau da sollen sie hin. Ja, zweite 180 für Taylor in dieser Partie. 99. Taylor 2010 zusammen mit MVG im vergangenen Jahr die meisten 180er in einem Turnier werfen können hier bei den UK Open. Das waren 17 an der Zahl. Also noch nicht diese Monsterzahlen, die man vielleicht von einer Weltmeisterschaft kennt. Meist 180er hat Andrew Gilding geworfen. Letztes Jahr Halbfinale gegen Michael van Gerven, als er 10-180er warf. Andrew Gilding, der ist bereits ausgeschieden. Jawohl. Das war ein klasse Turnier im letzten Jahr, als er unter anderem auch Mensur Suljovic im Viertelfinale schlug. In diesem Jahr überraschend in der zweiten Runde raus. Genauso wie ein Wes Newton, der ist in der zweiten Runde gegen Rob Cross ausgeschieden. Das war auch eine Überraschung. Der kämpft ja auch jetzt inzwischen seit ein, zwei Jahren mit seiner Form. Thornton haben wir schon gesagt. Auch das ja tatsächlich ein überraschendes Resultat. Andrew Gilding übrigens mit einem 5-6 gegen Ryan de Vrede, einen jungen Niederländer. Während Taylor sich das siebte Leck holt, mit 5-2 in Führung geht. Und wenn Aaron Monk nicht jetzt bald mal hier ein bisschen Gas gibt und ein Leck gewinnt, wird er keine Chance haben. Der gewinnt nicht 4-5 Lecks nacheinander gegen Taylor. Nein, dafür ist der Hemmschuh einfach zu groß. Da sieht man Monk auch an. Der ist ein bisschen eingeschüchtert. Das ist immerhin Taylor. Da sind die anderen Jungs schon einen Schritt weiter. Vor allen Dingen die Jungs, die mit ihm Premier League spielen. Taylor hat einen guten ersten Dart. Immer wieder steckt er da in der Mitte dieses schmalen Feldes, unten am Rand, da wo er ihn haben möchte. Ich muss ohnehin sagen, im letzten Jahr war ich sehr skeptisch, ob von Taylor noch mal so richtig in Angriff kommen würde. Ja. Ich habe inzwischen einen wirklich guten Eindruck bei ihm. Ich habe ihn oft einfach als unsicher erlebt. Und er hat Faxen gemacht, weil er sich seiner Sache nicht sicher war. Ja. Inzwischen tut er das nicht mehr, braucht er das auch gar nicht mehr. Der ist wieder richtig gut mit dabei. Beim Masters schon einen starken Auftritt gehabt. Dieses Match dann knapp gegen Van Gerven verloren, obwohl er es eigentlich hätte gewinnen müssen. Da war ja wieder die Doppelproblematik bei ihm vorhanden. Die hat er auch in den Griff bekommen. Ich glaube, Taylor wird, wenn nicht schon an diesem Wochenende, der wird sehr bald einen großen Erfolg noch mal feiern. Ja,
Einschätzung ist ja nicht die allerschlechteste. Von daher, Taylor mal gucken, ja, was er ja nun auf die Reihe bringt. Die Doppel müssen trotzdem weiterhin besser werden bei ihm. Dann lässt er noch zu viel federn, weil auf Augenhöhenniveau, Van Gerven-Niveau, Anderson-Niveau bricht dir das auf Dauer das Genick, weil die Jungs spielen gerne mit dir dann 10, 12 Lecks synchron. Dann steht das, das haben wir auch schon gesehen letztes Jahr. Ne? Steht das 10, 10 oder irgendwas, dann gibt es einen kleinen Zwischensprint von dem Young Gun und Taylor steht mit 10 zu 12 da. Also, ich würde mich freuen, wenn er wieder richtig zur alten Stärke auftrumpft und nochmal ein paar Leuten ein bisschen Angst macht und richtig Kämpfe anbietet gegen die Großen. Weil dann stehe ich in Flammen, das macht es. So. Oder überwirft er sich tatsächlich jetzt hier auch diese Probleme auf die Doppelfelder. Monk mit der Chance, sich doch noch das achte Leck zu holen. Und sollte ihm das alles so gelingen, wie ich das eben einfach mal prognostiziert habe, wäre das eine Wahnsinnsleistung. Mit seinen 55 Lenzen sich dann noch mal wirklich da reinzukämpfen. Er musste enorm kämpfen. Er hat viele bittere Niederlagen einstecken müssen. Aber der hat nicht aufgehört. Der will es auch seinen Kritikern noch mal zeigen. Er will es zeigen, ihnen zeigen, dass er es drauf hat. Es wird nicht unbedingt eine Weltmeisterschaft sein. Aber noch mal, ich glaube, zeitnah ein Major-Turnier. Na, Doppelquote steht jetzt hier bei knapp 30% in der Premier League an den Spieltagen 1 und 3 auch so eine Quote von Mitte 30 gehabt. An den Spieltagen 2 und 4 eine Doppelquote von 70% und 50% gehabt. Das sind sehr gute Werte. Das ist nicht gut. 23 Punkte. Oh, das ist doch die Chance für Monk, hier noch näher ranzukommen. Er könnte den ganzen Spuk hier zu einem 5-5 machen. Und dann haben wir wieder ein bisschen Pause. Und dann wird auch ein Taylor wieder überlegen. Das ist nicht so super weit weg, aber es ist eine Break-Chance. Taylor kann natürlich jetzt nachbessern und sich hier schön mit zwei Dart-Finish positionieren. Dafür muss er aber die kleinen Triple jetzt mal erwischen. Hat er, jetzt geht er runter. Naja, 120 steht, aber erstmal Monk. 129. 122. 72 Rest. 73 Punkte geworfen, 56 bleiben übrig. Triple 20. Nee. Und damit bekommt Monk die Möglichkeit zum Break. Mögliche zwei Darts, wenn er auf Tops haben. Er kann aber auch 20 Doppel 18 spielen. Das ist bei den Jungs immer nicht so ganz klar. Sieht nach 16 aus. Jawohl. Wichtiger Moment für Monk. Ja, klasse. Mit dem ersten Versuch das Doppel sofort erwischt. Er bleibt Taylor also auf den Hacken. 4-5. Und jetzt dieses gerade geschaffte Break auch wirklich bestätigen bei eigenem Anwurf. Und dann wären es drei Lecks in Folge für Aaron Monk. Aaron Monk. Habe ich ihm ehrlich gesagt nicht zugetraut. Aber noch ist es ja auch nicht passiert. Naja, ein kleiner Mini-Einbruch von Taylor hier. In diesen beiden Lecks hat er seine Chance verpasst. Und nun steht es 4-5 und Monk kommt ein bisschen in die Schiene rein. Die berühmte. Fällt gerade einem Taylor nicht leicht, wenn er diese Chancen da auf Doppel auslässt, das auch, glaube ich, schnell abzuhaken, weil es einfach etwas ist, was er von sich überhaupt nicht kannte. Ganz genau. Und jetzt, das ärgert ihn, dass er das nicht hinbekommt. Und dass er es auch jetzt immer wieder nochmal in seinem Spiel erlebt. 134, 6 Darts Zeit.
Und jetzt gibt's Stops. Ach, das gibt's doch nicht. 134 gecheckt. Triple 18, Tops. Taylor schaut ganz kurz und Aaron Monk, der spielt mit seinem Bizeps und holt sich hier das 5:5. Bis gleich. Nach einer 5:2 Führung muss Taylor plötzlich kämpfen im Match gegen den 25-jährigen Aaron Monk. 5:5 steht es nach 10 gespielten Legs. 5:5 steht es übrigens auch an Board 2 bei Simon Whitlock gegen Ian White. Und René Adams, wir wissen nicht genau, was an Board 3 los ist. Für uns nicht einsehbar. Alles probiert. Und wir warten einfach auf das Ergebnis. Mal gucken, was jetzt hier kommt. Pipe gewinnt gegen Alex Roy 9:6. Die Geschichte von Roy ist damit also Geschichte. 6:5 Führung jetzt für Whitlock über Ian White. Stuart Kellett ist auf der Bühne. Dirk van Dievenbode 7:5 gegen Robbie Green. Jeffrey de Graaf 8:9 gegen Rob Gross. Und Mensur führt 7:2 gegen James Wade. Und Gerwin Price, der Mann aus Wales, 1:3 gegen Joe Mernon. Michael Smith 7:4 gegen Daryl Gurney aus Nordirland. Dann muss das Ergebnis jetzt da auftauchen, wenn es da schon nicht mehr drin ist. 95. Na, jetzt kommen wir so langsam in die Phase, wo Monk sich zum x-ten Mal zu seinem Flight bückt und Taylor das erste Mal das Beinchen hochhebt, wieder ansetzt, neu ans Oki stellt. So langsam reizt es ihn. Und man kennt das ja, es reizt sich eigentlich nur dann, wenn es halt auch nicht ganz so gut läuft. Wenn du merkst plötzlich, ja, verliere die Kontrolle über das Spiel. Hattrick, die erstklassige zweite Bundesliga, 22.15 Uhr. Das ist ja heute unser Fahrplan. Wir werden dann für eine Stunde abgeben an die Kollegen, kommen dann um 23.15 Uhr wieder. Und es gibt ja auch noch die Partie von Michael van Gerven gegen Ryan Harrington, den Sohnemann von Rod Harrington, einer ehemaligen Nummer 1 der PDC. Und auf Sport 1 Plus, das sei auch gesagt, da bleiben wir einfach live drauf und übertragen nicht nur das Match jetzt gleich von Gary Anderson gegen Dave Chisnell, sondern auch dann halt die Partie von Michael van Gerven gegen Ryan Harrington. So, und jetzt hat Monk tatsächlich die Chance hier zum 6:5 zum nächsten Break. 134 hat er schon gecheckt. 89 Rest. Triple 19, Doppel 16. Hat er den drauf? Ah, äußerst knapp. Für Aaron Monk. So, den will Taylor jetzt haben. Ja, muss er aber auch haben. Ne? Den muss er aber auch langsam haben, weil Aaron Monk kann die Tempoverschärfung von Taylor überraschenderweise sehr entspannt mitgehen. Wirft mit auf Doppel. Und auch hier wieder Minimum 2 Triple von Monk, was die Sache natürlich zum Breaken für Taylor nicht einfacher macht. War das Ergebnis von Vincent van der Voort eben mit dabei? Ich glaube nicht. Der glaube hat nicht. Dean Winstanley mit 9:3 bezwungen. Also Vincent van der Voort damit auch in der Runde der letzten 32. Morgen Nachmittag geht es ja weiter. Ab 12.45 Uhr auf Sport 1. Wird jetzt tatsächlich interessant zu sehen sein, wie Taylor mit der Situation umgeht. Kann er das Match trotzdem kontrollieren, auch wenn jetzt Monk mal kurz rangekommen ist? Oder wird ihm schwindelig und der Monk tanzt ihm so ein bisschen auf dem Kopf herum? Also das Einzige, was Taylor nicht kontrollieren kann, sind die High Finishes von Monk. Er kann sich jederzeit mit seiner Spielqualität so weit nach vorne peitschen. Aber wenn Monk das mitgehen kann, dann haben wir es gesehen. Er hat jetzt wirklich fast jedes Mal eine Checkchance, wenn es einen High Finish gibt. Und er hat die 134, wie gesehen, schon gemacht. Die 108 hat er knapp an der Doppel 16 verpennt, sonst wäre er hier 6-5 in Führung. Also das ist für Taylor schon Hab-8-Stellung. Er sollte sich hier nicht zu sehr zurücklehnen. Weiß aber auch selber, er muss jetzt den Weg gehen über 12 Bull, weil Monk in der Nähe ist. So, Doppel 13 wollen wir jetzt sehen. Und die kriegen wir auch zu sehen. Schön mitgenommen den Moment hier. Jetzt wieder ein bisschen Luft zwischen sich und Aaron Monk gebracht.
aber es würde die 134, da hat auch Taylor gedacht, was ist denn hier bitte passiert gerade? So, und jetzt finde ich hier auch über Twitter das Ergebnis der PDC. Man hatte bislang den Ergebnismonitor noch nicht aktualisiert. Renny Adams verliert mit 3:9 gegen James Wilson. Damit also ist der einzige deutsche Starter raus. Es war dennoch für ihn ein Erfolg, sich bei den Qualifikationsturnieren so weit nach vorne zu spielen, dass er hier in der dritten Runde im Turnier dabei war. 1.500 Pfund Preisgeld. Da war zum Trost mitnehmen der Renny Adams, The Cube. Der Mann, der ja bei der Weltmeisterschaft fast zum Stolperstein geworden wäre von Michael van Gerwen. James Wilson also dann doch ein Nümmerchen zu groß für den Mann aus Hagen. Und damit haben wir jetzt aus dem deutschsprachigen Raum also noch einen im Rennen. Und das ist Mensur Suljovic, der ja aktuell gegen James Wade spielt. Einige fragen, warum ist das Mensch nicht auf der Hauptbühne? Weil eben die Top 4 der Welt auf der Hauptbühne spielen. Entschuldigung, das tut uns ganz doll leid. Aber da haben wir beide, Elmer und ich, absolut kein Mitspracherecht. Wir haben auch bei der ersten Partie, da hatten wir auf der Stage 2 den guten Alan Norris gegen einen sehr gut aufgelegten Jermaine Watemena und hat das Spiel mit 9:7 gewonnen. Beide mit der 90er Average, also richtiger Fight und Kampf auf Augenhöhe. Aber auch Stage 2, also 7 Sekunden im Bild. Ist eine harte Nummer, die UK Open. Die 18 für die Doppel 16, zum 8 zu 5. Lässt er wieder aus. Wie spielt Monk die 80? Doppel 20, Doppel 20? Ja, was anderes macht er nicht mehr. Das gibt's doch gar nicht. Doppel 10. Ah, ärgerlich für Monk. Whitlock führt 8-6 gegen Ian White. Doppel 20, Doppel 20. Taylor wird sich denken, komm her, mein Jüngchen. Jetzt gebe ich's dir. Doppel 16. Schön als Bande benutzt. 8-5 Führung und damit fehlt Taylor jetzt noch ein einziges Leg, um hier in die vierte Runde einzuziehen. Er feuert sich gerade an, er merkt, er muss ernst machen. Drittes Leg jetzt in Folge für Taylor. Nach der Pause stand es ja 5:5. Das meinte ich eben, Shorty. Für mich ist das eine Situation, bei der Taylor auch beweist, dass er dieses Match dann doch kontrolliert. Auch ja, wenn Monk mal kurz gefährlich wird, aber er ist da. Er lässt sich dann nicht überfahren. Das ist richtig, aber er hat auch, wie gesagt, ein bisschen profitiert davon an diesem High Finish, das daneben ging von Monk. Vorher gingen die alle gut und er macht das 5-5. So, und dann hat er wieder das High Finish, weil Taylor nicht checkt. Das geht daneben und seitdem kann Taylor wieder machen, mehr oder minder, was er will. Weil sowas tut natürlich auch an Aaron Monk weh. Was für eine Aufholjagd, macht das 5-5, kann ihn sofort breaken, passiert nicht, kassiert das eigene Break und dann hast du dieses kurze Ohnmachtgefühl. Ja, bist dann 3 bis 9 Minuten mit dir selbst beschäftigt, das reicht bei dieser Qualität meistens, um dieses Spiel dann komplett an die Wand zu fahren. Auch hier, 303 nach 9 Darts, das ist nicht das, was Monk uns bis jetzt schon gezeigt hat. Whitlock, das sei übrigens noch gesagt, der liegt inzwischen 8:6 vorne gegen Ian White. Hat sich toll zurückgekämpft in die Partie. Auch davon werden wir dann hoffentlich gleich auch noch ein paar Bilder sehen. Erstmal konzentrieren wir uns auf die 122, 104 Punkte Rest. Bullseye. Nee, er bleibt oben, er wird nicht hektisch, er bleibt cool. Ja, ja, ist schon klar. Ich dachte halt, er geht aufs Bullseye. Ich dachte, er will's. Du hast es doch schon erklärt, indem du sagst, ich dachte, das ist ja schon die Wiese gemäht. Also Doppel 16 für Taylor zum Match und die Schlägerei hier im Kommentatorenkabine kann gleich beginnen. Ich glaube, ich muss hier weg. Doppel 16 ist drin. 9:5 Erfolg für Phil Taylor. Da gibt es einen leisen Applaus von The Power in Richtung Aaron Monk. Der hat ein gutes Turnier gespielt. Sport1.de/Dartshop. Falls man denkt, mit dem Shirt von Taylor würde man noch besser werfen. Also dann reinklicken auf unsere Sport1-Dartshop-Website. Kurze Pause und dann blicken wir auf die anderen Boards und schauen mal, was es da für Zwischenstände bzw. Ergebnisse gab.